Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir befinden uns hier in einem echt schwierigen Kampf. Ich habe es hier mit zwei Endgegnerbrocken zu tun. Und aktuell kämpfe ich ums Überleben. Sieht nicht so prickelnd alles aus. Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, obwohl die Karten relativ gut liegen und ich jetzt nur noch darauf warte, dass ich genug Pips bekomme. Das ist doch jetzt nicht wahr, dass der mir 1000 abzieht, ne? Zieht der mir 1000 ab? Wieso zieht er mir jetzt 1000 ab? Boah, jetzt werde ich aber langsam wütend. Es ist ein langer Weg. Es ist ein verflucht nochmal langer Weg. Kann ich hier irgendwas wegschmeißen? Nein, ich muss unsere Tür machen. Scheiße, echte. Kann ja nicht wahr sein. Komm, heil mich nochmal kritisch, mein Freund. ...1395. Und mein Tierchen 1 setzt einen hinterher. Perfekt, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist echt schwierig hier. Ständig muss ich mich heilen, heilen, heilen. Und an diesem Kampf, wie schon in der vorigen Folge erwähnt, sehe ich, dass es mit meiner Verteidigung unglaublich schlecht aussieht. Sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Nee, ich brauche ein Turmschild. Ich muss jetzt endlich hier mein Ifrit zusammenbekommen. Und wenn ich den verpatzen sollte, dann titsche ich aber im Dreieck. Echt. Es ist immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Immer, 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 immer noch nicht. Hatte ich dem jetzt eine Feuerfalle verpasst? Mist, ich habe nie aufgepasst. Komm, da kriegst du eine. Ich meine ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm schon. Na endlich! Verpatz das nicht, Kevin. Bitte verpatz es nicht. Na Gott sei Dank. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Oh, das war aber knapp. Ui, das war aber knapp, Leute. Das hätte aber auch nicht eine Falle oder eine Klinge weniger sein dürfen. So, jetzt ein bisschen aufatmen. Wir haben es nur noch mit einem Brocken zu tun. Puh. Jetzt erstmal heilen wieder. Jetzt macht er einen Todesrundenzauber auf mich, ne? Aber gut, okay. Jetzt können wir tatsächlich ein bisschen aufatmen. Ich habe bereits etliche Klingen um mich herum schwirren. Was kann ich denn hier mal wegschmeißen? Kann ich irgendwas wegschmeißen? Warum sollte ich überhaupt was wegschmeißen? Egal. Stimmt, ich wollte mich heilen, aber ich habe ja gar nicht genug Pips, sehe ich gerade. Super. Oh, mein Tierchen ist diese Runde in diesem Kampf aber wirklich sehr aktiv. Und das rechne ich ihm hoch an. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das ist mal ein Kampf hier. Das hatte ich lange nicht mehr. Ne, Gegenschlag natürlich noch längst nicht. Möchte mich aber bereits schon wieder heilen. Auch wenn mir dafür meine Pips flöten gehen, aber... ich möchte ein bisschen Luft... Naja gut, 1183 nachher wird hier wieder irgendein Assi-Angriff gemacht. Wo mir 1000 oder 1700 abgezogen werden. Kritisch sogar. Geil, 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 geil. Das Glück ist diesmal wirklich bei mir. Echt sehr gut. Ich habe echt Glück in diesem Kampf.
Geil, da kann ich echt richtig aufatmen hier. So, jetzt gibt's hier direkt mal... Hattest du schon Täuschen? Nee, hattest du nicht. Der andere hatte Täuschen. Hab ja nur zweimal Täuschen im Deck. Boah, wie übermütig mein Tier ist. Super geil. Aber vielleicht merkt das Tier auch einfach, dass der Kampf schon sehr lange dauert. Und sagt sich, komm, jetzt mach mal voran, Kaios. Kevin, sagt das Tier natürlich. So, ein Traumschildchen. Ist ja ein Träumchen. Ist ja ein Träumchen. Ja, ich kann wieder lachen. Puh. Harter Kampf. Jetzt haben wir es nur noch mit einem einfachen Endgegnerkampf zu tun, quasi. Jetzt gibt es noch Wildfeuer hinterher. The problem is... Habe ich noch einen Gegenschlag? Ja, habe ich noch. Das heißt, theoretisch müsste das jetzt klappen ohne neu mischen. Ja klar, weil der auch Lebensschule ist. Lebensschule. Oha, ihr seht, es sind die letzten Klingen, die ich hier habe. Ja, kann ich jetzt auch nichts mehr machen, außer die ganze Zeit zu passen. Ich habe alles verballert, alle, wie heißt es, alle, Schilde gegen die Angriffe, aber ich habe einen unheimlich guten Puffer im Moment. Ich passe noch einmal und mache dann den Gegenschlag. Dann haben wir Täuschen, wir haben den Kreis, ich habe etliche Dinger auf der Hand. Nee, den müssen wir jetzt erst noch machen. Und der ist ja Lebensschule, das heißt quasi doppelter Angriff. Wir haben kein Turmschild bei ihm. Ich habe kein minus 25% Ding drauf. Das müsste eigentlich alles jetzt gut klappen. Muss nur noch überleben bis dahin. Aber ich habe auch noch etliche Satyre in dem Goldkartendeck. Und der heilt mich schon wieder. Boah, wie oft hat er mich geheilt in diesem Kampf? Das ist ja wirklich der helle Wahnsinn, oder? Weißt du, in manchen Kämpfen scheint das Tier zu schlafen. Und jetzt gibt er richtig Gas hier. Ach ja, aber ich habe ja noch den Feuerkessel auf der Hand. Den mache ich nachher natürlich auch kurz vor Angriff. Ja, Leute. War jetzt zwei Folgen lang nur Kampf. Nur Kampf, nur Kampf. Aber kommt schon mal vor, ne? 2, 4, 5. 2, 4, 6, 5. 2, 4, 6. Ja, dann machen wir jetzt den Feuerkessel. Denn in der nächsten Runde können wir den Ifrit machen. So, Freundchen. Jetzt geht's ja an den Kragen, mein Freund. One, two, three, four, five. Ja, 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 der ist hinüber. Und Steigerung. 44.000. Boah! Yep, yep. Das habe ich geschafft. Yeah. Das war aber schwer, Mann. Das war schwer. 12%. 20 kritisch Blockrate. Nö, ist nicht so toll alles. Akampi rät, Faust verloren nach Ring. Plus 5% Angriff. Ja, nö. Das, was ich habe, ist besser. Du nimmst den Mantel, das Zepter und die Federn von Sensen an dich. Weitere Hinweise auf sie kannst du aber nicht entdecken. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwas finde, was ich gebrauchen kann. Was ist das? Ein Käfer. Guck mal, der hat versucht wegzulaufen. Oh, ist das stressig hier? Ist das stressig hier? Ich komme nicht weg. Boah, ich hab's geschafft, Leute. Mann, oh Mann, oh Mann, das war aber 5000 Mal schwerer als hier gegen den Fuego-Geist oder so. Puh. Ich hab's geschafft. Ich muss aber auch sagen, ich hatte echt viel Glück.
richtig viel Glück, dass ich als erstes am Zug war, dass die Karten so gekommen sind, dass mein Tierchen mich die ganze Zeit geheilt hat. Damit kann man ja nicht rechnen. Das kann man ja auch nicht mit einplanen. Wow. Was für ein Glück, dass du von ihrem Plan erfahren und ihn vereitelt hast. Die Herrin Sensen hält sich also immer noch versteckt. Reise hinauf nach Alto Alto und berichte König Nesa, dass seine Enkelin wohl auf und in Sicherheit ist. Wie du dorthin gelangst? Oh, du kannst nicht fliegen, oder? Frage Onyx Regensonne. Die Jaguare kennen Schleichwege einfach überall hin. Ich werde mit meinen Männern hier unten die Stellung halten. Ich kann es noch nicht glauben, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Das war ein richtig schwerer Kampf. Cool. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich finde, das sind noch gute Voraussetzungen, um in eine Ursaturn One Pause zu gehen. Wo ich gerade gar nicht mal so schlecht drauf bin. Unten. Alto Alto. Du willst nach Alto Alto? Für die, die ohne Flügel sind, ist das kein leichter Weg. Es gibt einen uralten Pfad hinauf nach Alto Alto, gleich hier bei den ewig fallenden Wassern. Zuerst kämpfe dich durch die Tehuano-Geister, um zur Höhle der grausamen Priesterin Kanya Giftblume zu gelangen. In dieser Höhle wächst Ohrenkaktus. Davon brauchen wir das Fruchtfleisch. Wir brauchen Ohrenkaktus-Fruchtfleisch. Nee, ist klar, ist klar. Wir machen jetzt mal hier ein entspannendes Spielchen. Nach der Kämpferei fangen wir lieber ein paar Schlüssel. 13579. 13579. Oh shit. Fängt ja gut an. Halt, da ist die 1. Da ist die 1. Ich will die 1. Mist. Eins. Drei. Oh, 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 oh. Mist. Ich glaube, ich verliere dieses Spielchen hier. Oh. Fünf. 7. Das ist ja... Das ist mir nicht so leicht hier. Oh, die Zeit läuft weg. Hallo, ich brauche eine 9. Ah, da ist sie ja schon. 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 Tja. Diamant. Oh, 2 Diamanten bekommen. Cool. Da hat es sich ja wenigstens gelohnt. Ne? So, jetzt können wir noch ein Kämpfchen machen. Ein entspanntes Straßenkämpfchen. Oh, guckt euch mein Bosskartenspiel an. Wie vollgeballert ich das habe deswegen. Jetzt machen wir wieder was ganz Einfaches. 2 Feuerdrachen, eine und ein Meteor. Ab in den Kampf. Oh. Jetzt mal recken und strecken. So, das ist meine vorletzte Aufnahmesession. Ich nehme immer so 4 Folgen auf. Und dann geht es. Ja, es ist bald zu Ende. Nicht traurig sein, geht ja auch irgendwann weiter. Ich weiß, dass einige Leute echt betrübt sind deswegen, aber gesteht es mir bitte ruhig mal zu, und das macht ihr ja sowieso, gesteht es mir ruhig zu, dass ich sage, okay, Kais braucht jetzt mal eine Wizard 101 Pause. Ne? Es läuft hier jeden Tag, schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Es gibt zwar zwischendurch immer mal kleinere Päuschen, aber jetzt nicht so eine große Pause, wie es jetzt sein wird. Aber wir wollen das Spiel ja auch interessant machen. Ich spiele dieses Spiel seit nunmehr knapp 3 Jahren, oder? Wenn es 3 Jahre? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und jetzt können wir mal gerade was anderes machen.
ich weiß ja auch, dass wenn die Pause so und so lang ist, ich sag mal, macht ihr das jetzt die ganze Zeit auf mich nur? Die machen die ganze Zeit diesen fiesen Angriff, ne? Der einem so unheimlich viel abziehen kann. Jetzt hat es nur 8 abgezogen gerade bei mir. Okay, kann ich mit leben, aber... Ja, da brauche ich ja quasi gar nichts mehr hinterher. Ja, die sind jetzt gleich auch hinüber. Ja, brauchen wir nichts machen. So, aber wie gesagt, ne, ich gehe erst in die Pause, wenn ich Level 90 bin. Und ich habe jetzt gerade die Hälfte an Dingens geschafft. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Ja, gut. Lassen wir uns überraschen, was daraus noch wird. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag mal bis morgen, ne? Tschüss.